Hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Stable Online. Wir stehen hier wieder in New Hillcrest. Ich werde mal kurz in den Einstellungen das da ausmachen. Habe ich vergessen, sorry. Ja genau, wir stehen hier wieder in New Hillcrest. In der letzten Folge haben wir mit Jamie Olivenbaum die Quest angefangen. Wir haben für sie Milchflaschen eingesammelt, ausgeliefert und dann ihren verbrannten Kuchen ausgeliefert. Ja, machen wir mal weiter. Ich kann den Auftrag nicht annehmen, wenn ich auf dem Pferd sitze. Okay, Gott sei Dank habe ich den Pack nicht. Sonst müsste ich jetzt nämlich wieder rausgehen. Was ist Tilda? Sollen wir jetzt unsere wohlverdiente Pause einlegen? Ich habe schon den Tee und alles andere vorbereitet. Setz dich, lass uns mal eine Pause machen. Ja, genau. Wir haben ja in der letzten Folge einiges gemacht und Jamie meinte, wir nimmt uns dann mit auf eine Pause. Klar, wir kriegen natürlich den schlimmsten Tisch von allem, statt uns, dass wir uns hier hinsetzen dürfen. Nö, wir setzen uns hier hin in die Ecke. Kaffeepause mit Jamie Olivenbaum. Yay. Sie labert und labert und labert und labert. Du spürst, wie deine Augen schwer werden. Was ist passiert? Wie lange habe ich geschlafen? Oh Gott. So geht es mir bei manchen Leuten auch. So geht es mir bei mir in Mathe immer. Ohne Witz, ich hatte eine Lehrerin. Ich hatte eine Lehrerin in der Realschule, wo ich mir dachte, oh mein Gott, bitte hör auf zu reden, du schläferst mich ein. Die hat das so langweilig erklärt. Und ich bin halt leider Gottes ein Kind gewesen, wenn ich den Lehrer davon nicht... Also ich konnte die Lehrerin leiden, sie war nett, das war nicht das Problem. Aber wenn mich der Lehrer nicht begeistern kann für dieses Thema oder das Thema mich generell halt nicht so wirklich interessiert... Dann lerne ich dadurch auch nichts. Jede Mathestunde war für mich ein Kampf und wir hatten Mathe in der Regel in der Doppelstunde. Das war für mich so schrecklich, ohne Witz, diese Tage. Es ist schon ewig her, dass ich so viel gelacht habe. Danke für die Pause, Hilda. Du musst bald wiederkommen, damit wir noch mehr Pausen machen können. Und bevor ich das vergesse, möchte ich dir etwas als Dankeschön dafür geben, womit du mir heute alles geholfen hast. Bitteschön. Ja, genau. Wir haben jetzt einen Questblocker bekommen. Ich finde, du und ich sollten bald wieder eine Kaffeepause zusammen machen. Das hat wirklich Spaß gemacht. Raus mit dem Alten. Hallo Tilda, es ist immer schön, dich zu sehen. Bist du hier, um zu arbeiten? Natürlich kannst du mir helfen. Reite los und hol die leeren Milchflaschen ab, die die Leute vor ihren Häusern abgestellt haben. Ich brauche sie zurück, damit ich sie waschen und mit neuer köstlicher Milch füllen kann. Ja, gut. Ich dachte gerade schon, wo ist mein Pferd? Ja, wie gesagt, wir haben jetzt einen Questblocker reinbekommen und das werden wir jetzt auch eine ganze Zeit lang machen müssen, bis wir dann damit fertig sind. Wie gesagt, ich werde das in der Regel offscreen machen oder halt einfach mal zwischendurch reinschmeißen. Ja. Ich guck mal, dass ich vielleicht am Wochenende noch einen Buddelritt hinbekomme. Ich weiß nicht, ich weiß aber echt nicht, ob ich es schaffe. Muss ich gucken. Wahrscheinlich wird das Thema dann wieder meine Schneckig sein. Ja. Aber wie gesagt, ich muss da einfach gucken, wie ich Zeit habe und auch wie mein Menne auch Zeit hat, weil ich nicht weiß, wie der die Woche im Homeoffice ist. Wenn er im Homeoffice ist, ist es für mich natürlich schwieriger, am Wochenende einen Buddelritt zu machen. Moment. Ich hasse New Hillcrest. Ich hasse das hier. Es ist so eng. So, wo ist die letzte? Da ist die. Deswegen muss ich mal gucken. Ich nehme es immer noch am Montag auf, direkt nach der letzten Folge. Wir werden auch gleich bei, Ricky weitermachen. Danke für deine Hilfe, meine Liebe. Ja, bitteschön. Super. Dann werden wir jetzt bei Ricky weitermachen. Dann gucken wir. Achso, hab ich ganz vergessen. Wir haben übrigens von den Drews in der letzten Folge eine Satteldecke bekommen. Mit Geschwindigkeit plus 3 und Agilität plus 2 können wir für 400 Schillinge verkaufen. Ich behalte sie aber tatsächlich, da sie, ich glaube, champion-tauglich ist. Und außerdem sieht die ganz hübsch aus. Die passt prima zum, wie heißt das Ding jetzt? Zu diesem Knoten-Western-Dingen für das Pferd, für das Gesicht. Passt die prima dazu. Und wir haben von Jamie Olivenbaum Brot bekommen, um unser Pferd zu füttern. Hey, wie läuft's? Fühlst du dich ausgeruht und bereit? Du hast keinen Muskelkater, oder? Da hatten wir ja auch einen Questblocker drin, einen Rufblocker übrigens drin. Natürlich habe ich keinen Muskelkater. Ich habe solche Bauchschmerzen. Ich denke, dass es vielleicht die Chips schuld sind.
Ich habe die Nacht über massenweise Chips gegessen, weil die so lecker waren. Aber du hattest recht, es war wirklich nicht die beste Diät. In Zukunft werde ich keine Chips mehr zu Abend essen. Aber jetzt ist es Zeit, sich für die Bezirksmeisterschaft zu qualifizieren. Ich werde langsam nervös. Vielleicht hätte ich mehr trainieren sollen. Wenn ich den Wettkampf gewinne, verspreche ich, dass ich meine Technik täglich trainieren werde. Bist du sicher, dass du mit mir für den Wettkampf abhängen willst? Vielen Dank. Du hast recht, Hilda. Wir sollten anfangen, uns zu bewegen, damit wir nicht zu spät kommen. Los jetzt, lass uns gehen. Es ist nicht weit. Die Qualifizierung findet dort statt, wo wir trainiert haben, hinter dem Bulldogs Clubhaus. Ah, okay. Die Qualifizierung beginnt jetzt. Da wird ja Zeit hier. Hat er jetzt auch lang genug gedauert? Ah, das ist das Bulldogs Clubhaus wahrscheinlich. Wo läufst du hin? Achso, hier rein. Wow. Da hättest du jetzt auch gerade durch die Grünanlage reiten können, aber gut. Das ist dann wahrscheinlich das Bulldogs Clubhaus. Gehe ich mal davon aus. Ah, und hier ist die Qualifizierung. Oh je. Glaubt ihr, Ricky wird es schaffen? Ich werde mal kurz die Tageszeit etwas umändern, damit es heller ist. So, wir werden absteigen. Jetzt sind wir hier. Oh, ich bin nervös. Ich bin Tilda. Dann glaube ich dir, Ricky. Okay, womit soll ich anfangen? Soll ich mich zuerst aufwärmen oder Wasser trinken? Oder vielleicht erst etwas essen? Oder meinst du, Tilda, womit ich an oder was meinst du, Tilda, womit soll ich anfangen? Anmelden? Ach ja, natürlich, du hast recht. Ich muss mich für den Wettbewerb registrieren. Oh, ich kann mein Shift kaum halten. Das ist mein dritter Versuch, meinen Namen hinzuschreiben. Ich bin so nervös, dass ich nicht mehr weiß, wie man Ricky richtig schreibt. R-I-K? Nein, warte mal. R-Y-K? Kannst du das für mich ausfüllen? Vielen Dank. Was für eine klasse Idee. Wenn du mich einschreibst, kann ich mich etwas beruhigen. Das ist super. Genau, ich glaube, Natalie kommt bald. Wenn du sie siehst, kannst du ihr sagen, dass ich mich hier aufwärme? Wunderbar. Schreib mich erst ein, damit ich für den Wettbewerb registriert bin. Hier, du kannst den Stift nehmen. Okay. Wo ist er denn jetzt? Ah, da hinten steht er. Okay. Warte, wenn wir mal Ricky einschreiben hier. Guck mal, die Jorvik-Gazette. Das ist die Jorvik-Gazette, als die Brücke in Jarlaheim kaputt gegangen ist. Warum liegt die hier? Ach, guck mal, Natalie. Hallo Tilda, wie nett von dir, dass du Ricky hierher gefolgt bist. Ich glaube, er kann deine Unterstützung gut gebrauchen. Ja, finde ich auch. Ich bin auch hier, um Ricky beim Wettbewerb zu unterstützen. Ich glaube, er braucht das. Hoffentlich läuft es gut, aber egal wie der heutige Wettkampf ausgeht, er braucht uns an seiner Seite. Wir sollten jetzt wahrscheinlich zu ihm gehen, bevor er noch einen Nervenzusammenbruch bekommt. So, dann gehen wir mal. Ich sollte mein Pferd vielleicht nicht direkt hier an den Dings stellen. Foxy, du bleibst mal kurz stehen. Wird übrigens auch bald mal Zeit, dass Foxy ausgelevelt wird und wir uns ein neues Pferdchen holen. Ich bin tatsächlich im Überlegen, ob wir uns noch einen Trakehner holen sollen. Können wir hier hochlaufen? Ob wir uns einen Trakehner holen sollen, weil die gerade noch reduziert sind. Ich finde es aber cool, dass da auch die Jovik-Dingens drauf ist. Nö, da ist meine Maus. Atmen, Ricky, atmen. Tilda, ich bin etwas besorgt. Was ist, wenn ich das nicht schaffe? Stell dir vor, es wäre mein letzter Wettkampf. Was, wenn ich verliere? Was soll ich dann machen? Was meinst du mit mein Bestes geben? Du meinst, wenn ich mein Bestes gebe, ist es letztendlich egal, ob ich gewinne oder verliere? Was bringt es denn, sein Bestes zu geben, um am Ende zu verlieren? Naja, wenn du dein Bestes nicht gibst, dann hast du auch keine Chance zu gewinnen. Punkt. Es ist bereits ein Gewinn an sich, dass ich es überhaupt versuche, wieder zurückzukehren. Aber der Stall und Natalie, die Schulden, ich muss gewinnen, damit ich den Stall retten kann. Du solltest vielleicht versuchen, Ricky zu beruhigen, sonst kann er sich am Ende nicht mehr auf den Wettkampf konzentrieren. Atmen, Ricky. Komm runter. Okay, Tilda, du hast recht. Es macht keinen Sinn, sich jetzt zu stressen. Ich gehe einfach in den Ring, treffe auf meinem Gegner und gebe alles.
Okay, da läutet die erste Glocke. Das bedeutet, dass es Zeit ist, in den Ring zu steigen. Wenn der nächste Gong ertönt, beginnt die erste Runde des ersten Kampfes. Ich mache es, wie du gesagt hast, Hilda. Ich lege dann mal los und gebe mein Bestes. Versprichst du mir, dass du dir den gesamten Wettkampf anschauen wirst? Danke, Tilda. Jetzt, wo ich weiß, dass du und Natalie hier seid, um mich zu unterstützen, werde ich extra viel Gas geben im Ring. Ich muss jetzt gehen, aber drück mir die Daumen. Ich werde weder dich noch Natalie enttäuschen. Ja, natürlich, wir drücken die Daumen, aber ich werde mal kurz was trinken nebenbei. Trinken ist wichtig, könnt ihr auch gerne mal machen. Oh, müssen wir ihm helfen? Komm schon, los! Und los! Was macht der denn da? Haut und sieht dabei nichts. Ah, Ricky kriegt's aber ab. Aber er kann mittlerweile blocken. Gut, okay, das ist schon mal gut. Okay, Ricky gibt's hier richtig. Ich muss sagen, ich war nie der Fan von solchen Wettkämpfen. Hat mich nie interessiert, sowas. Er ist auf dem Boden. Er liegt am Boden. Der Kampf wird unterbrochen. Diese Runde geht an Ricky. Punktestand. Irgendein Typ gegen Ricky. Super, Ricky! Puh. Hast du das gesehen, Tilda? Hast du? Ich habe die erste Runde überlebt. Vielleicht kann ich das hier gewinnen. Oh, wow, ich bin echt erschöpft. Ich bin nicht so in Form, wie ich es einmal war. Mein Hals, der ist so trocken. Ob ich nichts zum Trinken bei mir habe? Ich glaube, da drüben bei der Bank sollte eine Wasserflasche stehen. Danke, dass du sie für mich holen willst. Ja, klar, hole ich die. Kein Problem. Natalie, alles okay bei dir? Siehst so ein bisschen gestresst aus und geschockt aus. Aber ich mag dein Halsband. Gluck, gluck, gluck. Das war gut, genau das, was ich brauchte. Danke für das Wasser. Weißt du, ich muss dich etwas fragen, bevor die nächste Runde beginnt. Wie du sicherlich gesehen hast, ist in der ersten Runde nicht allzu viel passiert. Es scheint so, als ob wir beide recht ruhig sind und ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll, um in der nächsten Runde zu gewinnen. Genau, ich brauche eine Taktikbesprechung. Du bist fast so etwas wie mein Trainer. Nur, dass ich öfter als du oder Foxy gewonnen habe. Du musst mich jetzt nicht so skeptisch anschauen. Was glaubst du, soll ich denn machen? Wie entwickeln wir eine bessere Taktik? Ich brauche deine Hilfe. Okay. Okay, Trainer, wie sollen wir das machen? Versuch es defensiv, versuch es, wir haben nichts zu verlieren, mach das, was sich richtig anfühlt. Ja, mach das, was sich richtig anfühlt. Ich habe doch keine Ahnung davon. Es gab Gründe, weshalb ich gefragt habe. Du hast recht, ich schaffe das mit Sicherheit. Es ist Zeit für die nächste Runde. Super, jetzt weiß ich, was ich tun muss, um die nächste Runde zu gewinnen. Hast du gehört? Die erste Glocke hat wieder geläutet. Das bedeutet, dass ich wieder in den Ring muss, bevor die zweite Glocke läutet. Kann ich dich noch um einen Gefallen bitten? Kannst du zu Natalie gehen und dir etwas Gesellschaft leisten? Sie sieht wirklich nervös aus. Danke, Tilda. Wünsche mir Glück. Hals und Beinbruch. Oder sagt man das nur beim Theater? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Können wir es aussetzen? Nee, geht nicht. Schade. Oh, hallo, Tilda. Hat Ricky dich geschickt? Er kennt mich wirklich gut. Siehst du, wie meine Hände vor Aufregung zittern? Ich weiß gar nicht, ob ich mir die nächste Runde anschauen kann. Jetzt sollte bald das zweite Signal ertönen. Oh Gott, ich habe solche Angst um Ricky. Was, wenn er sich verletzt? Ich hätte ihn niemals zu ermutigen sollen. Wir haben ihn doch dazu ermutigt. Denkst du, dass er klarkommen wird? Du hast recht, Hilda, wir müssen an Ricky glauben. Wenn wir aufhören, an ihn zu glauben, wie soll er dann noch den Wettkampf überstehen? Danke, dass du mich daran erinnert hast. Wir beide müssen stark für Ricky sein. Hast du es gehört? Das zweite Läuten.
Danke, dass du während dem Wettkampf hier bei mir bist. Ich weiß nicht, wie ich das hier alleine ausgehalten hätte. Komm schon, Ricky! Los! Das kriegst du hin. Ah, jetzt sitzen wir auch neben ihr. Geht das von alleine weg? Ja, geht das von alleine weg. Okay. Los! Er will immer mit seinem Klatschen. Das ist, sieht so dämlich aus. Au. Das war jetzt fix. Wir haben einen Gewinner. Prima. Super, Ricky. Ich habe gewonnen. Ich kann es kaum glauben, Tilda. Ich habe gewonnen. Natalie, ich habe gewonnen. Ich bin ja so happy. Ich habe das erste Match geschafft. Habt ihr das gesehen? Oh, das werde ich niemals vergessen. Er stand da einfach so und ich war total... Und dann ich so... Du hast recht, Tilda. Ihr habt es ja gesehen. Jetzt fehlt nur noch ein Match und wenn ich das auch gewinne, habe ich mich für die Meisterschaft qualifiziert. Kannst du dir das vorstellen? Ich bin nur noch ein Match entfernt von der Bezirksmeisterschaft. Danke für all deine Hilfe, Tilda. Das Training zeigt wirklich Erfolge. Ich bin vielleicht nicht mehr so gut in Form wie früher, aber ich habe gewonnen. Moment mal, wer ist das? Das ist nicht die, die ich denke, dass es ist, oder? Kann es sein, dass da gerade die berühmte Satsuki auf dem Weg zu uns ist? Weiß ich nicht. Guten Tag. Was geht ab? Hey Ricky, lange nicht gesehen. Toller Kampf. Ich glaube, das sagt Ricky. Das war Satsuki. Ich habe sie vor Ewigkeiten während eines Trainingswettkampfs kennengelernt, als mich noch Meisterin Lucia trainierte. Sie ist eine würdige Gegnerin, auch wenn ihre Techniken und Taktik sich nicht mit Meister Lucias oder meinem vergleichen lassen können. Jetzt fühle ich mich vor diesem Match erst recht entspannt. Ich habe sie ja schon mal geschlagen, also wird es nicht so schwer sein, das nochmal zu schaffen, oder? Guck nicht so zweifelnd, Tilda. Du brauchst mich nicht so anzusehen, wie du es gemacht hast, als wir über Foxy und die Lügestütze diskutiert haben. Setz dich anstattdessen lieber und sieh dir mit Natalie zusammen das Match an. Es hat schon einmal gegongen und ich muss jetzt schleunigst in den Ring. Du wirst schon sehen, Satsuki ist kein Problem für mich. Sei besser nicht so, so selbstsicher. Das geht meistens schief. Auf jeden Fall, Satsuki, wir sehen uns im Ring. Gut. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Wir sind ja schon bei 18 Minuten, deswegen, ja. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!